Grüß dich, hier zeige ich dir, wie du auf der Katalotus-Insel auf der Schwierigkeitsstufe schwer den Doppel-HP-Morbs-Modus schaffen kannst. Das Hafenwissen habe ich bei mir deaktiviert und als Held nehme ich hier Quincy mit. Okay, los geht's! Wir beginnen hier mit einem Freibeuteraffen und der wird in etwa so an diese Stelle platziert. Achte auf meinen Einsatzradius. Ich decke fast komplett diesen Stein hier ab und auch noch die äußere Kante von diesem Weg. Die Platzierung ist hier wirklich sehr wichtig. Okay, wenn du den platziert hast, kannst du dein Spiel auch schon schnell laufen lassen und du musst hier jetzt sofort in Runde 4 die Stufe 1 auf der ersten Reihe beim Freibeuteraffen verbessern, sonst würdest du sie nicht perfekt schaffen. So, das Geld ist da und ich mache hier sofort die Verbesserung. Und wie du sehen konntest, hat es gerade mal so gereicht. Okay, als nächster Affe kommt hier ein Freibeuteraffe aufs Feld und zwar an diese Stelle hier, da wo dieser Punkt ist. Und der wird in etwa so hin platziert. Und dann sparen wir uns das Geld auch für den Droiden zusammen. Der kommt hier unterhalb vom Wurfpfeilaffen hin. Wobei, wir könnten jetzt sogar schon Quincy aufs Feld bringen, damit unser Quincy hier schneller XP sammeln kann. Momentan kommen die zwei Affen ja noch gut zurecht mit den Blumenwellen. So, dann platziere ich doch als nächstes zuerst Quincy und zwar in Runde 9. Der kommt hier an diese Stelle hin, so in etwa. Achte auf meinen Einsatzradius. Ich kann noch hier an diesen Weg schießen und auch noch hier diesen Weg entlang schießen. So, Quincy steht und sammelt fleißig XP und wird mit der Zeit stärker und zwar kostenlos, kostet uns keinen Cent. Gut, als nächster Affe kommt hier ein Droide aufs Feld. Der kommt hier hin und der kostet mich 430 Affendollar. So, Droide steht, achte auf meinen Einsatzradius. Ich decke noch hier diesen Weg ab und kann auch noch da entlang schießen. Dann bekommt der gleich erstmal die Hartdornen und noch den Dornenschwarm hinterher. So, Dornenschwarm ist da bei mir in Runde 13. Und dann gehen wir zum Wurfpfeilaffen. Der bekommt hier erstmal die schnellen Schüsse. Dann kann er seine Wurfpfeile noch schneller durch die Luft schmeißen, meine ich, und mehr Bloons zum Platzen bringen. Und dann bekommt er auch gleich noch die Langstrecke. Also hat er jetzt 0-1-1. Und damit haben wir unseren Weg hier festgelegt. Dieser bleibt uns jetzt verschlossen. So, und dann bekommt der noch die verbesserte Sicht. Genau, dann kann er getarnte Bloons unter Feuer nehmen. Und du sagst hier oben bei Zielpriorität getarnte Bloons, dann nimmt er sie halt zuerst unter Feuer. So, unser Team ist erstmal solide, so wie es ist. Ich glaube, jetzt spare ich mir das Geld für eine Bananenplantage zusammen und die kommt dann hier an diese Stelle hin. Die kostet immerhin 1350 Affendollar, eine Menge Geld und wir wollen hier auch sehr viel Geld verdienen und dafür brauchen wir erstmal Bananenplantagen. Also, erste Bananenplantage steht in Runde 21 und ich mache hier auch gleich die Stufe 1 Verbesserung. Bei der Bananenplantage auf der ersten Reihe. So, Stufe 1 ist da. Und dann gehst du zum Druiden, machst hier die Stufe 2 auf der mittleren Reihe. Und jetzt wird es auch so langsam Zeit, unseren Druiden hier auf Stufe 3 zu bringen, denn die Bloons werden hier immer stärker, wie du sehen kannst. Nee, geh erstmal zum Freibeuteraffen, mach die Stufe 1 auf der mittleren Reihe. So. Und dann machen wir bei dem auch gleich... Nee, wir machen keine Stufe 2, oder? Sollten wir? Nein, machen wir nicht. Geh zum Druiden, mach hier die Stufe 3 auf der mittleren Reihe. So, dadurch wird er deutlich stärker. Und das reicht jetzt erstmal für die nächsten paar Runden. Jetzt machst du hier die Stufe 2 bei der Bananenplantage auf der ersten Reihe. Dadurch verdienen wir noch mehr Geld. Und wir platzieren jetzt eine weitere Bananenplantage an diese Stelle hier hin. So, wir haben das Geld in Runde 30, ja doch in Runde 30 noch zusammen. So, zweite Bananenplantage steht und die bekommt hier die Stufe 2 auf der ersten Reihe. So, Stufe 2 ist da in Runde 32 bei mir. Okay, gleich kommen noch mehr getarnte Bloons. Geh jetzt zu deinem Wurfpfeilaffen, mach hier die Stufe 2 auf der mittleren Reihe und die Stufe 3 auf der letzten Reihe. So, also hat er jetzt 0, 2, 3 und jetzt gehst du zu deiner Bananenplantage, machst hier auf der letzten Reihe die Stufe 2, so Stufe 2 ist da und bei der ersten Bananenplantage genauso, Stufe 2 auf der letzten Reihe. So, jetzt gehst du zu deiner zweiten Bananenplantage, also zu dieser oberen hier und sobald wir 700 Affendollar zusammen haben, verkaufst du die und investierst das Geld in die Stufe 3 bei der ersten Bananenplantage. Okay. Und jetzt gehst du zu deinem Freibeuteraffen, machst hier die Stufe 2 auf der mittleren Reihe und die Stufe 2 auf der ersten Reihe. Und wir gehen hier, glaube ich, auch gleich hoch auf die Stufe 3. Oder wir könnten unseren Wurfpfeilaffen hier auf Stufe 4 auf der letzten Reihe verbessern. Genau, das mache ich zuerst. So, Stufe 4 beim Wurfpfeilaffen ist da auf der letzten Reihe. Und jetzt sparen wir uns das Geld für die Stufe 3 auf der ersten Reihe beim Freibeuteraffen zusammen. Das sind immerhin 3185 Affendollar.
eine stolze Summe, aber wir haben ja diesen Marktplatz hier auf dem Feld stehen. Dadurch können wir ordentlich Kohle verdienen. So, das Geld ist da in Runde 39. Wunderbar. Und ja, der Moab kann kommen. Ich habe jetzt keine Angst mehr. So, nimm einen Alchemisten, platzieren hier direkt unterhalb von Quincy und mach hier die Stufe 2 Verbesserung auf der ersten Reihe. Und dann machst du hier noch die Stufe 2 auf der letzten Reihe und sagst hier bei Zielvorgabe stärkster Gegner. So, wir sparen uns jetzt das Geld für eine zweite Bananenplantage zusammen. Die kommt in etwa hierhin, so an diese Stelle. Die bekommt hier auch wieder Stufe 2 auf der ersten Reihe und gleich hinterher eine zweite Bananenplantage oder dritte in meinem Fall. Die kommt in etwa hierhin. Die bekommt auch gleich die Stufe 2 und dann auf der letzten Reihe, also oben Stufe 2 und unten auch Stufe 2, bei der hier auch Stufe 2. Und jetzt sparen wir uns das Geld für die Stufe 3 zusammen. So, Stufe 3 ist da bei der zweiten Bananenplantage. Das reicht erstmal. Jetzt sparen wir uns das Geld für ein Affendorf zusammen. So, Affendorf steht bei mir in Runde 45 und das kommt in etwa hierhin, so direkt oberhalb von meinem Wurfallaffen, so dass alle Affen abgedeckt werden. Und das Affendorf bekommt erstmal die Stufe 2 auf der mittleren Reihe und oben auch noch die Stufe 2. Wunderbar. Jetzt sparen wir uns das Geld für den Marktplatz zusammen, für den dritten Marktplatz. Das sind 3130 Affendollar, aber bekommen wir relativ schnell hin. So, das Geld ist wahrscheinlich erst in Runde 49 da. Ja, doch, so viel Geld bekomme ich in dieser Runde nicht mehr. Nö, doch noch in Runde 48. Wow, ganz schöne Menge Bloons, die da angeschwebt kommen. So, wir platzieren, glaube ich, jetzt noch eine Bananenplantage hier an diese Stelle hin. So in etwa. Und diese Bananenplantage bekommt die Stufe 2 auf der mittleren Reihe und gleich die Stufe 3 auf der letzten Reihe in Runde 49. Gut, geh zu deinem Droiden, mach hier die Stufe 2 auf der ersten Reihe. Ja, dadurch bekommt er so einen Blitz. Und jetzt platzieren wir, glaube ich, hier an dieser Stelle einen Freibeuteraffen, so dass alle Bananenplantagen abgedeckt werden, also in etwa an diese Stelle hin. Dann bekommt er hier die Stufe 3 auf der letzten Reihe erstmal. Und wir platzieren jetzt hier noch eine weitere Bananenplantage in etwa hier an diese Stelle hin, so nah wie möglich an den Freibeuteraffen, an den hier heran. Der bekommt hier die Stufe 2 und auf der mittleren Reihe und die Stufe 3 auf der letzten Reihe. Okay. Wir müssen jetzt so langsam aber sicher unseren Freibeuteraffen und den Druiden hier verbessern, weil die Bloons immer stärker werden. Deswegen spare ich mir jetzt 5290 Affendollar zusammen und mache hier die Stufe 2 beim Druiden auf der mittleren Reihe. Wunderbar. Und jetzt platziere ich hier, lass mich kurz überlegen, wie weit geht die Reichweite vom Freibeuteraffen bis hierhin. Also da kommt jetzt eine weitere Bananenplantage hin, so nah wie möglich an die hier heran. Und die bekommt auch Stufe 2 auf der mittleren Reihe und die Stufe 3 auf der letzten Reihe. Wunderbar, das klappt ganz gut. Und unser Druide hat eine Fähigkeit bekommen, und zwar diese Bananen hier, die setzt du ein, sobald sie aufgeladen ist. So, und jetzt gehst du zum Freibeuteraffen und machst hier die Stufe 4 auf der ersten Reihe. Dadurch wird unser Freibeuteraffe deutlich stärker. Okay. In Runde 58 solltest du etwa 5000 Affendollar zusammen haben. Verkauf jetzt diese Bananenplantage hier einfach. Ja, verkauf sie und platziere hier eine weitere hin. Nein, ich habe etwas vergessen. Du solltest zuerst deinen Freibeuteraffen hier auf Stufe 4 auf der letzten Reihe bringen. Ist jetzt nicht so schlimm. Auf jeden Fall sollte der jetzt auf Stufe 4 gebracht werden und dann hier eine Bananenplantage hinplatziert werden. Diese Plantage bekommt auf der mittleren Reihe die Stufe 2 und auf der ersten Reihe auch erstmal die Stufe 2. Und dann verkaufst du hier die hier und die hier und von mir aus auch noch die hier. So, jetzt haben wir 21.000 zusammen. Jetzt machst du hier die Stufe 3. Also uns fehlen noch 2000 Affendollar, also verkaufst du auch noch die hier so und machst hier die Stufe 4 bei dieser Bananenplantage. Wunderbar, jetzt bekommen wir deutlich mehr Kohle. Also, wir platzieren jetzt eine weitere Bananenplantage in etwa hier an diese Stelle hin. Oh, hier kommt jetzt der erste BFB in Runde 60. Mach dir aber keine Sorgen, die werden den locker lässig platt machen. Also, platziere jetzt hier eine Bananenplantage hin, mach auf der mittleren Reihe die Stufe 2 und auf der ersten Reihe die Stufe 3. So, wenn du das getan hast, kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Hier kommen jetzt die Moabs und so weiter, aber unser Team nimmt die ganzen BFBs und Moabs auseinander. So, wir sparen uns das Geld, glaube ich, für die Stufe 4 bei dieser Bananenplantage zusammen. Das sind immerhin 20.000 Affendollar. Und sobald du ca. 15.000 Affendollar zusammen hast,
solltest du diese Bananenplantage hier verkaufen. Das wird gleich soweit sein. Aber ich muss jetzt auch mir was überlegen. Und zwar wegen den ganzen Bloons hier. Die sind deutlich stärker geworden. Und ich sollte einen Affen jetzt etwas stärker machen. In Runde 63 solltest du genug Geld für die Stufe 4 zusammen haben, wenn du diese diesen Marktplatz hier verkaufst. So, Marktplatz ist weg und ich verkaufe ihn und investiere das Ganze in die Stufe 4 bei dieser Bananenplantage. Wunderbar. Setzt die Fähigkeit vom Druiden ein. Okay, wir bekommen jetzt hier wirklich sehr viel Geld und wir platzieren jetzt hier einen weiteren Affen und zwar einen Bombenwerferturm in etwa so an diese Stelle, so dass er in Reichweite vom Affendorf ist. Das ist wirklich sehr wichtig. Na komm schon. Der sollte da jetzt endlich hinplatziert werden. So, nicht vergessen, die ganzen Bananenkisten hier einzusammeln. Und hier sagst du bei Zielvergabe stärkster Gegner, hier oben die Stufe 2 und auf der mittleren Reihe die Stufe 4. Wunderbar. Jetzt kann er die ganzen Moab-Klassen hier schon mal unter Feuer nehmen. Hier kommen jetzt auch schon zwei BFBs, aber auch die werden lockerlässig zum Platzen gebracht. Und alles, was da hervorkommt, wird von unserem Druiden platt gemacht. So. Wir sollten uns langsam überlegen, hier unseren Freibeuteraffen auf Stufe 4 zu bringen. Ist eine Menge Geld, aber sollten wir relativ zügig zusammenbekommen. Wir sind ja schon in Runde 67 und unsere BRBs produzieren hier einen Haufen Geld. So, wir haben gleich das Geld zusammen. Knapp 10.000 fehlen uns noch. Und hier kommt ein BFB in Runde 68. Du könntest auch die Fähigkeit vom Bombenwerferturm einsetzen, ist aber nicht wirklich notwendig. Packen die auch so. Okay, das Geld ist gleich da. In Runde 69, denke ich mal, solltest du genug Geld für die Stufe 5 bei dem Freibeuteraffen zusammen haben. Wunderbar. Unser Freibeuteraffe ist in Runde 70 auf Stufe 5 gebracht worden. Und jetzt kannst du deinen ersten Wurf verlaufen, kannst du verkaufen und den hier oben hin platzieren, direkt auf unseren Freibeuteraffen, auf dieses Schiff hier. Und dann machst du hier auf der mittleren Reihe die Stufe 2 und auf der letzten Reihe die Stufe 4. Und wir gehen hier auch gleich auf die Stufe 5. Wir haben das Geld ja gleich zusammen, geht ja sehr schnell mit diesen BRBs. So, Geld ist da wahrscheinlich in der nächsten Runde. Ein bisschen fehlt mir noch was. So, Stufe 5 beim Wurfverlaufen ist da und jetzt schau dir das an. Der schießt hier direkt in den Start. Ist echt super stark. Geh zu deinem Alchemisten, mach hier die Stufe 4 Verbesserung auf der ersten Reihe. Das Geld solltest du in Runde 74 zusammen haben. Und wir könnten jetzt sogar unseren Druiden hier auf Stufe 5 bringen. 37.000 kostet das Ganze. So, setzt die Fähigkeit vom Druiden wieder ein. Und ja, du könntest jetzt diese Bananenplantagen hier verkaufen und dann hast du schlagartig 40.000 zusammen. Mache ich auch. Wir brauchen sie ja nicht mehr wirklich. Genau, in Runde. Ich spare mir das Geld. 10.000 spare ich mir zusammen. Nee, lass mich kurz überlegen. Wie viel kostet die? 37.000. Okay, ich habe 18.000 zusammen, also verkaufe ich ein BRB und habe das Geld sofort für den Druiden da. Stufe 5 beim Druiden da ist in Runde 77. Wunderbar. Jetzt lässt er hier so überall Dornen am Weg entlang wachsen und macht die Bloons hier direkt schon an Ort und Stelle, also am Startplatz platt, meine ich. Und wir können hier sogar einen Sniper hin platzieren. Also platzieren den Sniper auch auf den Freibeuteraffen und mache hier oben die Stufe 2 und auf der letzten Reihe die Stufe 4, sobald du das Geld dafür zusammen hast. So, Stufe 4 ist da in Runde 78. Sag hier bei Zielvorgabe stärkster Gegner. Wunderbar. Das ist unser Moor-Panzerknacker. Ja. Wir gehen hier bei dem sogar auf die Stufe 5. Ja, ich verkaufe diese Bananenplantage. Zack. Und dann mache ich bei dem Sniper hier die Stufe 5. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber wir brauchen diese Bananenplantage ja eh nicht mehr, weil wir schon in Runde 79 sind. Wunderbar. Gleich kommt der erste ZOMG in Runde 80, aber die werden den wirklich super schnell auseinandernehmen. Der kommt nicht sonderlich weit, auch dank diesem Sniper hier. Der knackt wirklich alles in Rekordzeit, meine ich. So, hier kamen noch ein paar gepanzerte Moabs und jetzt kommt auch hier der ZMG und wie du sehen kannst, hat er hier schon ordentlich Schaden genommen, platzt an dieser Stelle hier auf und der Rest, der da hervorkommt, ist überhaupt kein Problem für unser Affenteam. So, das ist der Sieg. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Anleitung auch zum Sieg verhelfen. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus.